Doamne, mai necolegi, iată să iei cut anul de zile, ta zi, că s-va dizegnăs natürlich bisschen ja, schmeichelhaft würde ich nicht sagen, aufgrund die letzten paar Minuten natürlich, wo ich denke, dass die Hoffnung bei Babelsberg weg war, dann haben sie ein bisschen nachgelassen, aber sonst war ein verdammt schweres Spiel für uns. Wie ich das erwartet habe, sehr motivierte Mannschaft in Babelsberg, die auch sehr diszipliniert gespielt, lauffreudig. Ich habe schon bei Warmmachen gesehen, dass die heute nichts verschenken möchten, die wollen Gas geben, die wollen uns das Leben schwer machen. In unserer Situation war sehr wichtig, dass wir nicht heute schön spielen, sondern erfolgreich. Und wir haben uns nach dem verlorenen Spiel am Dienstag gegen Wiederbrücke, habe ich auch unheimlich viel mir Gedanken gemacht, wo wir was verändern müssen, um ein bisschen erfolgreich wieder zu spielen. Und ich fand, dass wir die Spiele, die wir unbedingt gewinnen wollten, da haben wir versagt. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt müssen wir anfangen, ein kleines Brötchen zu backen, ein bisschen tiefer stehen, ein bisschen Gegner kommen lassen. Von dieser kompakten, organisierten Defensive, dass wir schnell nach vorne spielen und Geduld haben. Und das war wichtig, dass wir auch nach dem 0-1, wo das auch die kalte Dusche für uns hat, das ist absolut symptomatisch momentan für unsere Phase, die wir hatten. Der Gegner kommt nach 20 Minuten, weiß nicht, bei welchem Minute das Tor ist gefallen, 15. oder 20. weiß ich jetzt nicht genau. Bitte? 15. So? Oh. Ja, knapp. Aber ich möchte nur damit sagen, dass wir die aktivere Mannschaft waren zu diesem Zeitpunkt und dann kommt ein Freistoß an der Mittellinie, wo der Ball so lange in der Luft ist und dann jeder schiebt die Verantwortung wieder, was momentan der Fall ist, woanders und sind wir bestraft worden, 1-0. Wir haben, ich glaube, ich will jetzt nicht übertreiben, wir haben fast mit diesen kleinen Leuten, die wir haben, haben wir fast nie Standardstor bekommen. Und das war absolut ein Kunststück, was wir bis jetzt geleistet haben als Mannschaft. Und jetzt gegen Wiederbruck kriegen wir so ein ähnliches Tor und heute wieder. Das hat eigentlich nur mit dem Kopfsache zu tun. Ja, und das war entscheidend, wie wir zurückgekommen sind, dass der Netto Taylor wirklich ein wunderschönes Tor gemacht hat. Das ist nicht einfach, von da so ein Tor zu machen. Das ist absolut einmalig. Das war sehr, sehr wichtig, dass die Fans wieder zurückgekommen sind. Das wollten wir auch. Das war automatisch ein bisschen mehr Leben auf dem Platz. Und ja, das war heute so das absolute Arbeitssieg. War ein schweres Spiel. Bis zum Schluss mussten wir richtig mal lochen, arbeiten, aufpassen. Immer beim Standards waren sie die Babelsberg immer gefährlich. Also es war heute verdammt schweres Spiel für uns. Aber ich sage es nochmal, für uns war wichtig heute, dass wir das erfolgreich beenden. Das ist uns gelungen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Kraft tanken und freie Köpfe kriegen und dann mal gucken, wie es weitergeht. An Babelsberg wünsche ich alles Gute. Und ja, das sind traurige Momente im Fußball, aber wir haben auch jetzt letzte Tage auch die Stimmung so gehabt, dass wir auch abgestimmt und kann ja so verstehen, wie schwierig alles ist. Aber trotzdem geht es weiter. Alles Gute nochmal. Danke.